Ganz herzlichen guten Abend und heiße Sie herzlich willkommen hier zu unserer Podiumsdiskussion im Rahmen der interkulturellen Woche ERA hier im SOS Kinderdorf. Wir wollen heute eine Podiumsdiskussion führen anlässlich des Tages der Begegnung Tunesien. Mein Name ist Katharina Pfannkuch und ich werde Sie heute durch diesen Abend begleiten, gemeinsam mit unseren Gästen, die ich Ihnen gleich noch ausführlich vorstellen werde. Aber zunächst wollen wir einen kleinen Rahmen dafür geben, worum es heute Abend überhaupt gehen soll. Heute hat der Tag der Begegnung Tunesien stattgefunden, der wird auch morgen noch weitergehen. Den ganzen Tag über gab es schon Fotoausstellungen, es gab einen Vortrag, es gab vor allem viel Raum für Begegnung und für Austausch und auch wir möchten uns heute Abend hier austauschen. Wir möchten über Tunesien sprechen, aber nicht nur, denn wie Sie spätestens im Laufe der Diskussion merken werden, sind die Entwicklungen in Tunesien sehr, sehr eng verbunden mit den Entwicklungen in der gesamten Region, Nahost und Nordafrika, aber auch sehr eng verbunden mit uns hier in Europa und auch in Deutschland. Das wird sich hoffentlich noch im Laufe der Diskussion uns allen klarer darstellen. Und wie Sie sehen, sind das sehr komplexe Themen, über die wir hier sprechen möchten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das mit so versierten und auch vielseitigen Gesprächspartnern tun können. Und ich bitte Sie jetzt ganz herzlich mit mir zu begrüßen. Zunächst Kurt Landenberg, den Bürgermeister von Gera. Professor Birgit Schäbler ist heute bei uns. Sie ist Professorin für die Geschichte Westasiens an der Universität Erfurt und hat lange und intensiv unter anderem auch zu Syrien und zum Irak gearbeitet und geforscht. Dann begrüße ich ganz herzlich Hossein Ben Abdelrahman. Er ist der Vorsitzende des Vereins der tunesischen Akademiker Stuttgart und sehr eng verbunden mit Tunesien und sehr engagiert. Dann ist bei uns Peter Lückmann. Er ist Mitbegründer des Aktionsbündnisses Gera gegen Rechts. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Initiative für soziale Gerechtigkeit Gera. Er ist Mitglied der Partei Die Linke. Und jetzt müssen Sie mir einmal aushelfen, was Sie gerne hinzugefügt hätten. Ja, für den Verein Aufenthalt. Ach ja. Für den Verein Aufenthalt in Gera. Das ist ein Verein, der sich um Menschen, die in Deutschland Hilfe suchen, die gegen Diskriminierung vorgehen und von Hilfe für Betroffene geben. Genau, bei so viel Aktivität. Und schließlich begrüße ich ganz herzlich Ben Barbey. Er ist Islam- und Politikwissenschaftler und lebte bis Anfang dieses Jahres selber auch in Tunesien. Herzlich willkommen. Ich würde gerne mit einer Frage an Herrn Dannenberg starten. Und zwar würde ich gerne wissen, das ist jetzt Ihre erste interkulturelle Woche Gera in Ihrer Eigenschaft als Bürgermeister von Gera. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, warum Sie glauben, dass eine solche Veranstaltung und auch ein solcher Tag der Begegnung so wichtig für Gera ist. Naja, weil gerade in dieser Thematik, und wir sprechen jetzt ja nur über Tunesien, aber eben überhaupt über Fremde, Ausländer, Migration, viele Thesen populistisch sind. Vieles wird in den Raum geworfen, vieles wird erzählt, wo man Ängste schürt, was man nicht kennt. Das Unbekannte macht einfach oft Angst. Wir in Gera haben einen relativ geringen Ausländeranteil, vielleicht ist Thüringen sogar das Land mit der niedrigsten Ausländerquote. Aber weiter. Insofern finde ich es sehr wichtig, dass man nicht nur gegen etwas demonstriert, sondern im Prinzip sagt, wir lassen uns mal reden, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir es entwickeln, was machen wir und lass uns aufklären und Ängste nehmen. Und deshalb freue ich mich, dass wir das hier in Gera machen. Ich glaube, das sollten wir viel häufiger machen. Ich hätte gleich noch eine Frage an Sie. Nun sind in Thüringen gerade erst die Wahlen zu Ende gegangen, die Sondierungsgespräche laufen noch. Sie selbst haben Anfang des Monats einen Antrag auf Mitgliedschaft in der CDU
gestellt und haben somit noch einen sehr frischen und neuen Blick auf die Parteienpolitik und Parteienlandschaft. Wenn wir jetzt nach Tunesien blicken, wo die Wahlen noch anstehen, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Oktober und November, was würden Sie mit noch Ihrem noch frischen Blick Tunesier mit auf den Weg geben, was diese anstehenden Wahlen angeht, sowohl Akteuren als auch den Wählern? Tunesien ist, glaube ich, schon irgendwo die Wurzel des arabischen Frühlings, Arab Spring. Insofern ist es, glaube ich, auch die Wurzel der Demokratie, des Demokratieversuches. Demokratie ist ein schmerzhafter Prozess, das ist ja nicht einfach eingeführt von jetzt auf gleich. Wenn ich sehe, welche Wahlbeteiligung wir hier hatten in Thüringen, bei einer Wahlbeteiligung um 50%, dann könnte man böswillig sagen, der Hälfte der Menschen ist es eigentlich egal, was mit ihnen passiert. Insofern würde ich mich freuen, wenn die Tunesier ihre Chance nutzen, eine hohe Wahlbeteiligung zu verwirklichen. Das ist aber das, was die Bevölkerung tun muss. Aus meiner Sicht ist es auch für eine künftige Regierung eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dass Demokratie eben es auch schaffen muss, Armut, Unterbeschäftigung und ein Ungleichgewicht zwischen Regierenden und Regierten aufzuheben. Also ich glaube, da sind viele Aufgaben, die auf Tunesien zukommen oder auf die ganze Region zukommen. Und ich glaube, die hoffentlich dann auch eine Ausstrahlung auf die Region insgesamt haben. Da sind ja verschiedene Entwicklungen gewesen, die Nachbarländer, da kommen wir vielleicht im Laufe der Diskussion. Wenn wir jetzt über die Wahlen in Tunesien sprechen, Hossein Abdelrahman, würde mich sehr interessieren, Sie sind eng mit dem Land verbunden, Sie kennen auch die Stimmung im Land. Was erhoffen und erwarten Sie persönlich von den Wahlen und was für eine Stimmung bekommen Sie mit von anderen Tunesien auch im Land? Gute Frage. Ich freue mich auf die Wahlen, ganz ehrlich, und ich sehe die Wahlen als der nächste Schritt in dem Demokratisierungsprozess in Tunesien. Ich freue mich auf eine höhere Wahlbeteiligung, weil es zeigt, dass die Tunesier Interesse daran haben. Die Tunesier sehen im Übrigen Demokratie nicht nur als Vollbeschäftigung oder als Kampf gegen Armut, sondern als Freiheit und als ein Bürgerleben, weil das haben sie da die letzten Jahre vermisst. Und deswegen hat es dann das Ganze angefangen mit der Arabischen Revolution. Also ich freue mich riesig drauf. Und ich sehe Tunesien als Modell für die ganze Region. In vielen Diskussionen wird immer behauptet, Demokratie und Islam und arabische Welt passen gar nicht zusammen. Und sollte der Versuch in Tunesien gelingen, ist es ein Beispiel für die ganze arabische Welt. Ben Barmai, Sie kennen Tunesien auch gut. Wer sind Ihrer Meinung nach, aus Ihrem Empfinden, die aussichtsreichsten Parteien und Akteure bei den anstehenden Wahlen für die Zukunft Tunesiens? Dazu muss ich vorab sagen, dass ich Politikwissenschaftler bin und die Prognosen von Politikwissenschaftlern sind meistens falsch. Also ich werde mich hüten, eine Wahlprognose abzugeben, was ich vermute durch Gespräche mit Freunden, das ist nicht repräsentativ, und durch meinen persönlichen Eindruck ist, dass die Ennahda, die islamistische Partei, bei den nächsten Wahlen nicht die stärkste Kraft sein wird. Und dass eventuell die demokratischen Kräfte, die jetzt in der Opposition sind, wie zum Beispiel die Nichterpartei, dass diese Kräfte eventuell klare Mehrheiten im Vergleich zu den Salafisten beispielsweise bekommen könnten. Und ich sage ganz klar könnte, weil ich kann keine Prognose abgeben zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke, das ist illusorisch und man kann auch nur hoffen, dass die Wahlen zu den gesetzten Fristen auch stattfinden werden. Ich kann vielleicht gleich was dazu sagen, gut, dass ich kein Politikwissenschaftler bin. Meine Prognose liegt ganz klar, dass die Nachhaltigkeit dann wieder mal die Wahlen gewinnt, vielleicht nicht in der Höhe wie letztes Mal. Das hat einen einfachen Hintergrund, dass die Tunesier mehr Vertrauen in diese Partei haben als andere Parteien, die jetzt auch in der Opposition auch mit anderen Sachen geglänzt haben, dass da irgendwie Interesse an Macht im Vordergrund steht. Also es hängt wenig damit zusammen, dass es eine islamistische Partei ist, sondern eine islamische Partei ist, sondern weil es einfach eine Partei, die über Jahre hinweg in der Opposition war und dadurch genießt dieser Partei auch Vertrauen, dass sie dann was ändern können. Herr Lückmann, Sie waren selber auch in Tunesien?
Okay, ich dachte das aufgrund Ihres T-Shirts. Dann frage ich Sie gleich später nochmal zu dem nächsten Thema. Ich würde gerne auf einen Aspekt kommen. Wir haben jetzt schon die Worte Islamismus, islamistisch, Salafismus erwähnt. Es ist in Tunesien ja auch durchaus so, dass durch bestimmte Probleme, die wir versuchen heute noch irgendwie näher zu erörtern, es eine wachsende Zahl junger Männer gibt, die sich islamistischen Kämpfern in Syrien anschließen. Da wäre zunächst einmal meine Frage an Frau Professor Schäbler, was Ihrer Kenntnis nach oder Ihrer Vermutung nach junge Männer, sei es aus Tunesien, vielleicht auch aus anderen arabischen Ländern, überhaupt motiviert, sich diesem Kampf anzuschließen? Ja, also Tunesien spielt da in einer Reihe mit wirklich sehr vielen Ländern und übrigens auch europäischen Ländern und übrigens auch Deutschland, wo sehr viele sunnitische junge Männer im Moment das Gefühl haben, sie müssten ihren unterdrückten sunnitischen Brüdern zu Hilfe kommen und nun in den Dschihad ziehen, ne, für die Sache Allahs, heißt es dann immer, und was tust du für die Sache Allahs. Im Moment ein wirklich bedenkliches Phänomen, was geschuldet ist eigentlich den Vorgängen jetzt weniger in Tunesien und weniger in Nordafrika, meiner Meinung nach, sondern wirklich den Vorgängen in Westasien, in der Levante, wo jetzt gerade in Syrien ein Stellvertreterkrieg stattfindet auf vielen Ebenen. Das ist eine hochkomplizierte Sache und ich versuche sie jetzt mal zu vereinfachen. Also will ich aber vorwegschicken, weil mir das sehr am Herzen liegt und weil ich auch lange Jahre in Syrien war und meine Freunde dort sterben, dass die Syrer selber im Moment eigentlich ihr Schicksal nicht mehr bestimmen können. Was die Syrer wirklich wollen, interessiert auf diesen vielschichtigen Ebenen, auf denen dieser Stellvertreterkrieg geführt wird, niemanden mehr. Die sind eigentlich wirklich alle sehr stark entmachtet und von daher ziehen auch da jetzt sehr viele zu diesen sehr islamistischen, radikalen Gruppen. Das muss man sagen, obwohl es immer noch eine säkulare Opposition gibt, obwohl es immer noch Gemäßigte gibt. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Dieses in den Kampf ziehen, um den sunnitischen Brüdern zu helfen, ist ein Phänomen einer tiefen Krise innerhalb des Islams. Einer dieser Stellvertreterkriege, die gerade in Syrien und im Irak hier toben, also wirklich ja richtig toben, ist der zwischen Sunna und Schia. Das heißt, also der großen Spaltung des Islams, und wenn man das jetzt mal ganz furchtbar vereinfachen will, dann könnte man sagen, wir kennen das eigentlich aus unserer Geschichte auch, es haben sich auch Protestanten und Katholiken schon in 30-jährigen äußerst blutigen Kriegen bekriegt. Aber so etwas Ähnliches findet da gerade statt und es hat sich jetzt so ein Gefühl unter den Sunniten der Welt herausgebildet, dass sie unterdrückt sind. Man muss dazu sagen, dass die Sunna eigentlich die Mehrheitsreligion ist. Die Schia ist eigentlich die Minderheit und auch nur im Iran an der Macht. Sonst sind die Schiiten Minderheiten. Aber durch die Ereignisse in Syrien und im Irak, durch die vielen Kriege, könnten dann später auch nochmal darüber diskutieren, was die Rolle der USA und Europas da möglicherweise ist, hat sich dieses Gefühl herausgebildet. Und nur natürlich ist das sozusagen ein Auffangbecken für viele Unzufriedene. Und das will ich als Letztes noch sagen, also die Leute, die da in den Krieg jetzt ziehen, das sind natürlich jetzt auch nicht tief religiöse Menschen. Also den Eindruck möchte ich nicht erwecken, sondern das sind im Wesentlichen, nun ja, das sind viele junge Männer, die das Abenteuer suchen, die sich blenden lassen von den Kalaschnikows, ne, die man immer so schön in die Luft recken kann und die dann Militanz und Sieg und Kraft und was weiß ich alles verheißen. Also auch ein sehr männliches Phänomen, will ich damit sagen. Und natürlich auch sehr viele sehr Ungebildete und so ein bisschen wie die Verlierer der Gesellschaften sind das eigentlich. Also jetzt gar nicht zu vergleichen zum Beispiel mit den Leuten von Al-Qaida, die Anschläge am 11. September geplant und durchgeführt haben. Das waren alles Studierte. Ja, also Elite. Keine Theologen, Ingenieure und so weiter. Das ist nochmal eine ganz andere Klasse von Leuten gewesen oder Gruppe von Leuten gewesen. Was wir jetzt haben, sind wirklich sehr viele deklassierte, unzufriedene Leute, wo es in der Familie schiefläuft und die nun irgendwie das Gefühl haben, sie wollen ihrem Leben einen Sinn geben und den bedrängten Brüdern der Sunna zu Hilfe eilen.
Und das hat im Moment einen solch unglaublichen Sog, dass das also wirklich Tausende, Abertausende anzieht. Und dieses Muster, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, bezieht sich das sowohl auf junge Männer aus der arabischen Welt, die sich diesen Kämpfen anschließen, als auch auf junge Männer aus Europa und Deutschland? Oder gibt es da auch Unterschiede, die sich schon herauskristallisiert haben? Da gibt es innerhalb der Länder natürlich Unterschiede, aber ich glaube, in der Allgemeinheit des Phänomens, wie ich es gerade skizziert habe, kann man das vergleichen. Das kann man durchaus vergleichen. Also ob man jetzt auch in Frankreich in berühmten Banlieues ist und da sehr viele Muslime sich ja wirklich ausgeschlossen fühlen, deklassiert fühlen und da nun irgendwie sozusagen also dieser Krise Sinn geben wollen, indem sie in den Krieg ziehen, das sind wirklich vergleichbare Elemente. Dann natürlich das nochmal zu unterscheiden von den hartgesottenen Kriegern, die es auch noch gibt, die in Lohn und Zoll stehen. Die gibt es auch. Das sind vor allem Tschetschenen. Ja, also es ist ein vielschichtiges Phänomen, aber es ist ein Phänomen, auch das ist jetzt interessant, dass Jugend beinhaltet, junge Männer beinhaltet, Sunna beinhaltet, Islam, Heiligen Krieg, alle diese Schlagworte. Und das gibt dann so ein Gemisch, was sehr explosiv ist. Dieser Zustrom der ausländischen Kämpfer, die sich unter den gerade eben genannten Motivationen diesen Kämpfen anschließen. Was ich mich frage, vielleicht auch an den Arbeit, was machen diese Menschen mit einem Konflikt wie dem Syrien-Konflikt beispielsweise, der als Revolution begangen, mittlerweile nur noch als Bürgerkrieg bezeichnet wird? Wie wird da verzerrt, worum es eigentlich ging? Jetzt die jungen Menschen in Deutschland oder die jungen Menschen? Was die ausländischen Kämpfer, ob die die Konfliktlinien beispielsweise in Syrien verzerren, Ihrer Meinung nach? Ich denke mal, dass die Wahrnehmung dieser Menschen insgesamt aus unserer Sicht vollkommen verzerrt ist. Also, was die jungen Männer im Einzelnen dazu bewegt, in diesen Kampf zu gehen. Wir hatten diesen Fall ganz vor wenigen Tagen in Jena, was bekannt worden ist, wo ich auch selber studiert habe, als Islamwissenschaftler, wo es auch einen Gebetsraum gibt, dass es auch bei uns in Thüringen Radikalisierungsprozesse gibt, dass es in dem Falle Konvertiten gibt, die motiviert sind, hier in Deutschland aufzubrechen in den sogenannten Dschihad und mitzukämpfen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite denke ich, dass verzerrte Wahrnehmungen, konkret Verschwörungstheorien, durchaus das Weltbild dieser jungen Leute, worüber überwiegend Männer prägen und eine ganz andere Sicht auf die Dinge auch beschreiben, als wir es hier im Podium zum Beispiel beschreiben würden. Herr Lückmann, jetzt nochmal. Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt diese Schlagzeilen über Radikalisierung, es gibt diese überraschenden und schockierenden Geschichten junger Männer, die nach Syrien gehen, um zu kämpfen. Das alles schafft ja so eine gewisse Drohkulisse und schürt auch gewisse Vorurteile und Vorbehalte gegen den Islam, vielleicht aber auch gegen Ausländer. Ich würde Sie gerne fragen, weil Sie so aktiv in diesen Bereichen sind, merken Sie jetzt schon, wie sich diese Vorbehalte und diese Angst vielleicht auch niederschlägt in der Atmosphäre, in der zwischenbürgerlichen Atmosphäre? Also Warnsignale in die Gesellschaft zu geben, dass egal wo Konflikte existieren, egal woher Flüchtlinge nach Deutschland kommen, gibt es schon über Jahrzehnte. Jetzt das besonders herauszustellen, ist in der letzten Zeit tatsächlich schon passiert, in der Brisanz noch nicht wie gar nicht weit weg von Gera in Greiz, wo aus mehreren Gründen die sogenannten deutschen Saubermänner sofort Fuß fassen konnten, weil dort syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingsheim untergebracht werden sollten und auch sind. Es ist ja auch eine Gemengelage, die dazu führt, dass Menschen in Deutschland das Fremde zum Anlass nehmen, um rassistisch sich in der Öffentlichkeit zu artikulieren und sich dann auch noch von der NPD dabei leiten zu lassen. Was ich mit der Gemengelage meine, ist, wir müssen vor der eigenen Haustür, sprich bei unserer Landesregierung, anfangen. Sie hat hingekriegt, die
Die Notwendigkeit der Flüchtlinge im Kreis unterzubringen, vor der Bevölkerung oder vor den Behörden dort zu verschweigen und erst dann, wo es soweit war, war man überfordert. Also genau der gleiche Weg. Was wir gerade heute machen, aufklären, mit den Leuten ins Gespräch kommen, die Angst der Menschen bedienen und wegnehmen, weil das ist ein normaler menschlicher, mentaler Vorgang. Was Fremdes macht mich erstmal zumindest schmutzig. Wenn ich dann noch solche Dinge wie die Bild-Zeitung und andere Medien in die Welt setzen, bediene, auch als Politiker, dann habe ich den Nährboden, um die Auseinandersetzung zu führen. Also auf Ihre Frage zurückzukommen, also im Moment gibt es punktuell, zumindest was uns in Ostthüringen bekannt ist, gerade in Greiz, da wirklich Momente, wo man genau hingucken muss, wo man aufpassen muss. Aber dieses Phänomen, dass Flüchtlinge generell hierher kommen, gibt es schon lange. Und was mich ganz besonders, und an der Stelle will ich es schon nochmal gleich ansprechen, vielleicht kommen wir nochmal dazu, aufregt ist, was jetzt gerade beschlossen worden ist im Bundestag, das Verschärfung des sogenannten Asylbewerbergesetzes, wo man also jetzt schon Sprachregelungen ganz oben in der Bundesregierung findet, wo man jetzt anfängt, Menschen, die vor egal was flüchten, sortiert in verschiedene Gruppen, Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, verdammt nochmal. Das sind Menschen, die haben vor was Angst und die geben ihre Existenz auf und suchen Hilfe in einem anderen europäischen Land. Die kann ich doch nicht so kategorieren. Da bin ich doch wieder bei dem, was wir Gott sei Dank vor 50 Jahren hinter uns gelassen haben. Also das macht mich wirklich richtig betroffen und macht mich richtig wütend. Und da ich gerade mal das Mikrofon habe, auf meinem T-Shirt. Das habe ich heute mit Absicht angezogen, weil wir vor 4 Jahren, wo das mit der Jasminen-Revolution in Tunesien losging, eben mit solchen Betreuungsorganisationen entschieden haben, wir müssen Solidarität zeigen, nicht einmischen, ich bin die Bundesrepublik, ich zeige euch mal, wie Demokratie geht oder die USA, sondern wir haben hier in Deutschland die T-Shirts verkauft für 30 Euro, 15 Euro sind Solidaritätspreis, die anderen 15 Euro Produktionspreis und überall, wo ich hingehe. Ob das heute der tunesische Abend ist oder so, wenn aus dem arabischen Raum Menschen sind oder so, dann zeige ich die Solidarität. Ich war selber im arabischen Raum aus ganz anderen Anlässen und wer einmal dort war, das möchte ich an der Stelle auch sagen, den zieht es immer wieder hin und mir tut es in der Brust weh, wenn man die Menschen dort kennengelernt hat und jetzt hier über die Medien erfahren muss, wie die stigmatisiert, mitunter falsch dargestellt werden. Und ich bin froh, dass ich an den Abend heute hier teilnehmen kann und dann auch mit einigen Resonanz aufräumen zu können. Ich möchte gerne 2 Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, nochmal aufnehmen, Herr Danberg. Wir sprachen auch schon eingangs darüber, die Reaktion der Menschen in Thüringen und Gera auf Flüchtlinge. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, es gibt insgesamt 9 Millionen vertriebene syrische, 9 Millionen vertriebene Syrer. Von denen sind 1,5 Millionen in der Türkei mittlerweile aufgenommen worden, 1,4 Millionen in einem kleinen Land wie Jordanien. In Deutschland sprechen wir von Größenordnungen von 5.000, beziehungsweise jetzt, genau. 20.000. Genau. Auf jeden Fall sollen jetzt noch, also 7.000 Flüchtlinge aus Syrien sollen noch in Thüringen aufgenommen werden können. Was kann die Politik auch auf kommunaler Ebene tun, um den Menschen, die Angst davor zu nehmen, vor diesem, wie Lüttmann schon sagte, vor diesen Menschen, die eigentlich nur Angst vor etwas anderem haben und hierher kommen, was kann die Politik da tun? Ja, erstmal nicht auf andere zeigen oder auf andere Nachbarstädte zeigen, sondern in dem eigenen Bereich Verantwortung suchen und sich einer Diskussion stellen. Und ich meine, wir brauchen uns nur umgucken, wir brauchen uns heute Abend umgucken. Wie schwer es ist, eine Diskussion über dieses Thema in die Öffentlichkeit zu transportieren. Ich meine, Herr Lüttmann und ich haben selber am 5. Juli hier eine Veranstaltung der radikaleren Kräfte erleben müssen, sage ich, so wie es ist. Und wenn man dann sieht, wie viel Bevölkerung sich dort beteiligt, um ganz klare demokratische Positionen zu beziehen, und zu sagen, wir in einer Demokratie können auch mit Flüchtlingen umgehen, das ist ja auch etwas, was eine Demokratie kann,
dann würde ich sagen, ist das, was die Politik gut tun kann, zunächst mal sich an der Diskussion zu stellen und das Thema auch in den öffentlichen Raum zu tragen. Ich glaube, dass, und Sie haben die Zahlen ja gesagt, wir haben hier in Gera einen sehr niedrigen Ausländeranteil und Ausländer sind nicht nur Syrer, sind nicht nur Tunesier, es sind auch Österreicher, Belgier und Schweizer. Es wird oft noch vermengt. Und wenn wir dann über so niedrige Zahlen reden, wir haben in Gera etwas über 4000 Leute mit Migrationshintergrund, davon sind viele Deutsche mittlerweile, dann glaube ich, wird eine Diskussion deutlich überzogen, sondern man sollte nach meinem Dafürhalten mit den Menschen, die man hier hat, tatsächlich einfach ins Gespräch kommen. Dazu gingen interkulturelle Wochen, dazu gingen Streetwork-Veranstaltungen, wo wir deutlich zeigen, wie leben andere Kulturen, dazu die mit Sicherheit das Gegenseitige sich berühren, anfassen, miteinander essen, miteinander ins Gespräch kommen. Ein anderer Punkt, den Herr Lückmann eben ansprach, war die Einmischung von außen. Wir sehen es jetzt gerade ganz eklatant, dass im Fall des Irak nun Waffenlieferungen beschlossen wurden. In Syrien tobt seit Jahren mittlerweile der Krieg und dort konnte sich niemand dazu entschließen, einzugreifen. Mich würde interessieren, Hussein Abdelrahman, vielleicht, was sendet das für ein Signal auch in die arabische Welt, dieses Verhalten der westlichen Staaten? Wieder eine interessante Frage. Das sind, man lernt wirklich ganz einfach die falschen Signale. Es gab so Diskussionen natürlich in Tunesien. Warum war Frankreich, USA und die Alliierten dann bereit, in Libyen einzugreifen und Gaddafi da sehr schnell aus der Welt zu schaffen? Aber in Syrien haben sie da jahrelang dazu geschaut. Was steckt dahinter? Und dann macht man sich da Gedanken drüber und sagt, ja, Geld steckt dahinter. Es geht um Öl, es geht um Bodenschätze und so weiter. Dann kommen die Tunesier zum Ergebnis, dann sind wir dankbar, dass wir keine Höhle in Tunesien haben, keine Bodenschätze, dann lassen sie uns in Ruhe unsere Demokratie machen. Frau Professor Schäbler, wie schätzen Sie das ein? Also Syrien ist wirklich ein sehr trauriger Fall. Ne? Also eines ist gerade ganz richtig gesagt worden, Syrien hat wenig Öl. Also Libyen ist attraktiv, es kann auch bezahlen für Einsätze. Auch Irak ist natürlich wichtig, weil die Ölquellen da sprudeln. Und natürlich ist es auch noch ein bisschen komplizierter. Aber im Fall des Syriens ist es einfach so, dass Syrien sozusagen ein etwas vor sich hin dämmerndes, vom Westen weitgehend abgeschnittenes Land war. Wer kannte denn schon Syrien? Die paar Leute, die das studieren, die paar Leute, die mit Studiosusreisen mal nach Damaskus wollten. Ansonsten gab es nicht große Handelsbeziehungen. Syrien hat mit China, Russland und so weiter gehandelt, nicht so richtig viel mit dem Westen. Und es war halt durch die Herrschaft der Al-Assads, Vater und Sohn, ist es in einem, ja, soll man sagen, im Volk hat man dann immer noch so ein bisschen den Sozialismus verkauft, der aber schon gar nicht mehr da war. Also es war eine liberalisierte Wirtschaft. Es war immer noch ein Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich nicht allzu groß war, das muss man auch sagen. Es war ein Land, in dem man leben konnte, aber nur dann, wenn man eben politisch sich nicht geäußert hat, wenn man den Mund gehalten hat. Dann konnte man noch gut leben. Auch als Händler konnte man noch richtig gut leben. Ich selber war 3 Wochen vor Ausbruch der Revolution in Syrien, noch in Syrien, bin durchs Land gefahren, war da auch Konferenzen, Freunde besucht und habe noch mit den Syrern diskutiert. Also in Aleppo mit den Händlern habe ich gesagt, guckt mal in Tunesien und in Kairo, da geht es jetzt los und Demokratie ist doch wirklich was Wichtiges. Wie steht es denn bei euch? Wir haben alle uns gewundert, ne? Was passiert denn? Und ganz viele so der Mittelschicht, der bürgerlichen Mittelschicht, haben damals gesagt, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Die Jugend natürlich hat es nicht gesagt. Die Jugend, die wollte wirklich demokratisieren und die wollte einfach auch raus aus der Versteinerung, die Syrien da gelebt hat. Aber all die Aktivitäten sind bei uns wenig angekommen. Da komme ich jetzt wieder auf Ihre Ausgangsfrage, weil einfach die Kontakte zu Syrien, das ist so ein bisschen ein mysteriöses, fernab liegendes Land gewesen, in der nicht viele Beziehungen einfach zum Westen da waren. Zu den USA fast gar nicht. Also wenn, dann zu uns, nach Deutschland, auch in der DDR gab es ja lange gute Beziehungen, in Leipzig haben viele Syrer studiert damals, die sind ja auch alle noch da.
Aber es ist schon so, dass Bremen der Westen an Syrien kein großes Interesse hat und auch bis keine großen Beziehungen gab. Und in Syrien eben jetzt auch mangels Öl nicht richtig attraktiv ist. Und dann hat man natürlich irgendwie auch sozusagen die Opposition sehr unterschätzt. Und da komme ich jetzt schon auf ein Versäumnis. Das hat Frau Clinton selber zugegeben. Es war ein Fehler, die moderaten Kräfte nicht zu unterstützen vom Westen. Und ich sehe das wirklich genauso. Und deswegen ist jetzt dann natürlich auch noch, müssen wir über amerikanische Politik reden, auch Präsident Obama so lange gezögert hat, ne, weil er als Präsident sozusagen der Präsident nicht Krieger sein wollte, das Gegenteil seines Vorgängers, und eigentlich wollte er raus aus dem Irak. Nur muss man halt natürlich auch schon mit den Fehlern des Vorgängers dann auch offensiver umgehen. Ne? Also da ist schon auch eine Kritik zu äußern. Aber das ist so der Grund, also mangelnde Beziehungen, mangelnde Kenntnis, wenig Reichtum, Syrien hat man einfach vor sich hin vegetieren lassen jetzt und die verirrt. Ne? Und auch typisch jetzt im Irak hat man dann eingegriffen, natürlich auch, weil man von amerikanischer Seite eine Verantwortung hat. Die hat man, die sieht man auch, nimmt man sehr schleppend wahr, aber man hat eine. Also wenn man dort Krieg führt und dann abzieht und es bricht also eine solche Hölle los, dann muss man natürlich trotzdem wieder was tun. Ne? Aber Syrien ist da immer so, Sie werden es ja, Syrien ist da außen vor. Herr Dannenberg, Sie wollten dazu etwas sagen. Ja, also ich meine, Herr Lückmann, ich gucke natürlich zunächst aus der kommunalpolitischen Brille, also hier vor Ort, das ist ja das, was uns brennt. Die Experten sitzen auf ihrer anderen Seite. Und die gucken vielleicht mehr in die arabische Region. Mich würde daher interessieren, wenn ich richtig informiert bin, als Kommunalpolitiker gucke ich nicht in Organisationen oder Sicherheitspolitik, ist Tunesien ein Mediterranean Dialog Partner der NATO und allein deshalb schon natürlich an die NATO gebunden im Dialog. Das ist das eine und das ist eine andere Ausgangssituation als zu Syrien oder anderen. Das heißt, es gab einen etablierten Dialog zwischen Tunesien und den USA sowie den europäischen Partnern. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich auch interessieren würde, man kann immer so sagen, Demokratie ist ein schwerer, schwieriger Prozess auf der einen Seite und der muss vielleicht befördert werden, aber auf der anderen Seite steht ein Interesse der Weltgemeinschaft oft dagegen nach Stabilität. Demokratie ist zunächst nicht stabil. Gerade der Prozess des Werdens einer Demokratie ist nicht stabil, nach meinem Gefühl. Aber ich bin nur Kommunalpolitiker. Insofern sind das vielleicht divergierende Interessen. Es würde mich schon interessieren, was Sie darüber denken. Was ich sagen wollte zum Thema Syrien erstmal und dann zum Thema zum doppelten Moral der westlichen Welt. Erstens zu Syrien, es gibt so eine wichtige Komponente, die Syrien von Tunesien unterscheidet und diese Komponente heißt Israel. Der Syrien ist direkt der Nachbar von Israel und deswegen muss man erstmal überlegen, aufpassen, abwägen, bevor man da überhaupt irgendwelche Aktivitäten dort startet. Und Tunesien profitiert natürlich von der Entfernung von Israel, hat keine Außenhandelsbeziehungen mit Israel und so weiter. Das ist eine wichtige Sache, die man auch berücksichtigen muss. Das ist liegt viel weniger als jetzt NATO-Beziehungen und so weiter. Das andere, Sie haben vorhin gefragt, deswegen, wie die Tunesier oder die Araber die Einmischung der westlichen Welt dann sehen. Und da kommt die Tunesier immer wieder, zum Beispiel Saudi-Arabien. Dass sie sagen, es wird jetzt in der ganzen Welt propagiert, der islamische Staat ist was ganz Schlimmes natürlich, das kann man jetzt nicht beschönigen. Aber da tauchen immer wieder Videos, wie die Frauen dort leben, wie die Frauen unterdrückt werden. Menschenrechte finden dort nicht statt und das ist im Prinzip das Ziel von diesem islamischen Staat. Und dann stellt sich die Frage, was läuft da überhaupt in Saudi-Arabien? Wo sind die Unterschiede zwischen dem islamischen Staat und Saudi-Arabien? Warum ist dann Saudi-Arabien Partner der Westen? Warum finanziert Saudi-Arabien jetzt den Krieg gegen Israel? Das sind im Prinzip die Fragen, die die Tunesier und die arabische Welt dann stellen und sagen, worum geht es hier überhaupt? Katar ist auch ein ähnliches Beispiel, wo auch die Weltmeisterschaft in Katar vergeben worden ist, hat man sich gefragt, Katar, Fußball, woher kommt das? Was hat dann, und Katar ist auch natürlich eine, es ist keine Demokratie, aber es ist auch Partner der Westen, es ist ein guter Abnehmer der deutschen Militärware und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Komponenten, die man auch in diesem ganzen Kontext berücksichtigen muss. Ja. Frau Professor Schickler, ich sage das Mikro. Ja. Israel glaube ich in dem Fall gerade nicht. Die Logik läuft andersrum. Wenn die USA glauben würden, dass Israel bedroht ist, würden sie eingreifen.
Die USA glauben nicht, dass Israel bedroht ist, weil es eben so ein lange sich hinziehender Stellvertreterkrieg ist. Israel ist auch gar nicht bedroht worden bis jetzt und auch sehr stark, um sowieso sich zu wehren. Und auch gerade ein Fighter-Jet abgeschossen hat. Israel glaube ich jetzt mal gerade in dem Zusammenhang nicht, aber alle anderen Sachen, die Sie gesagt haben, sind natürlich zentral. Nochmal zu Ihrer Frage Sicherheitspolitik. Also gerade aus der Perspektive der Sicherheitspolitik und Kollegen von mir sind jetzt auch in Beraterstäben, die Kanzlerin beraten und die Regierung. Ne? Da geht es natürlich ganz stark jetzt in der Sicherheitspolitik auch darum, dass natürlich die Auswüchse all dieser Entwicklungen, die wir jetzt eigentlich wirklich nur anreißen, die Sicherheit natürlich des Westens bedrohen. Also das ist ganz klar. Die 150 Salafisten aus Deutschland, die möglicherweise irgendwann mal zurückkommen, sind ein Sicherheitsrisiko für uns. Da kann man gar nichts beschönigen. Also auf der einen Seite müssen wir alle dafür kämpfen, dass Solidarität mit den Flüchtlingen hergestellt wird, dass Ausländerfeindlichkeit eingedämmt wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber wachsam sein, denn also zurückkehrende, eisenharte, salafistische oder islamistische, sagen wir eigentlich besser, Kämpfer sind eine Gefahr. Das will ich wirklich auch nicht beschönigt haben. Nur, wir müssen das eben trennen können. Ne? Wir müssen das trennen können, dass es eben sozusagen auch solche Menschen gibt, die dann gefährlich sind. Und aus dieser Sicherheitsbedrohung sollte sich eine Politik ableiten, die dann sagt, dann müssen wir doch versuchen, sozusagen auf dem Sumpf auszutrocknen, auch in der Region zu helfen jetzt, damit eben diese unglaubliche Anziehungskraft, diese magnetische Anziehungskraft, die dieses Chaos in Syrien und Irak da ganz offensichtlich ausübt auf viele junge Menschen, dass das sozusagen eingedämmt wird und wir damit dann eben auch letztendlich ist die Argumentation unserer eigenen Sicherheit damit verteidigen. Also das ist in den Sicherheitskreisen, da werden gerade die Protokolle gelesen, der Rückkehrer oder derer, die zurückkehren, die man festgenommen hat, und dann guckt man, wo sind die ausgebildet worden, was geht in ihren Köpfen vor, da geht es schon darum. Ne? Aber es reicht natürlich nicht, jetzt sich hier nur mit den Rückkehrern zu beschäftigen. Ich finde schon, dass man Verantwortung in der Welt übernehmen muss auch. Und ich finde übrigens auch, dass jetzt auch Deutschland Verantwortung mehr übernehmen muss in der Welt. Da können wir dann auch nochmal drüber diskutieren, was das heißt. Das ist dann sicher sehr kontrovers, aber das ist schon so. Saudi-Arabien, klar, Saudi-Arabien ist ein Land, mit dem der Westen wunderbare Beziehungen hat, auch wir. Saudi-Arabien ist ein äußerst problematischer Staat. Saudi-Arabien hat auf jeden Fall mit der Eskalation zu tun, ganz einfach, weil es sich jetzt eben mit dem Iran in diesen Stellvertreterkrieg da auch hineinbegibt. Also beide, der Iran will Hegemonie in der Region, aber auch über die Religion, über den Islam, und Saudi-Arabien will das auch. Hegemonie, politische Hegemonie in der Region, aber auch über den Islam. Wir wollen bestimmen, sagen beide Seiten, was der Islam ist. Und das natürlich bricht sich dann eben runter bis auf Schlacht. Also diese Sunna-Shia-Geschichte, die ich vorhin angesprochen habe, die ist natürlich machtpolitisch unterlegt durch diesen Kampf zwischen diesen beiden Staaten, die dann auch finanzieren und so. Saudi-Arabien selber hat aber schon eingesehen, dass also ISIS natürlich auch Saudi-Arabien bedroht. Also diese konservativen Golfmonarchien sind schon die nächsten auf der Liste. Ne? Also wenn dieser Abu Bakr al-Baghdadi so sein Kalifat träumt, dann träumt er das ganz schnell nach Süden, denn da befinden sich die heiligen Stecken. Der will auch nach Mekka und Medina. Und da kann die Saudis, die Regierung da gar nicht leiden. Er kann viele der Saudis gut leiden und die können auch ihn gut leiden, weil sie sehr konservativ sind, aber nicht die Regierung. Die Regierung sieht die Gefahr und versucht da schon was zu machen, wie sinnvoll das dann immer ist, will ich auch mal dahingestellt haben. Also die Regierung sieht das, will ich damit nur sagen, aber sehr viele, sehr konservative, sehr, sehr reiche Saudis sehen das natürlich ganz anders und unterstützen dann wieder ISIS und solche ganz radikalen Kämpfer. Also das ist eine ganz schwierige Situation und man muss sich natürlich dann schon fragen, jetzt auch als Politiker, mehr als Bundespolitiker vielleicht, wie man dann mit so einem Staat wie Saudi-Arabien umgeht. Ne? Also ein Bündnispartner, mit dem man reden kann, auf den man einwirken kann, auf den man dann auch einwirken soll.
und dem man jetzt aber vielleicht nicht unbedingt Waffen liefern soll. Das wäre ja mal so eine politische Linie, die man da verfolgen kann. Gleiches gilt natürlich auch für andere Akteure, über die wir noch gar nicht geredet haben, die Türkei zum Beispiel. Also Herrn Erdogan müsste man schon mal ein paar Dinge ganz klar sagen. Ne? Das ist ein NATO-Partner. Dass also ein NATO-Land seine südliche Grenze aufmacht, damit Kämpfer aus Tunesien über die türkische Südgrenze nach Syrien kommen und dort kämpfen, das geht ja eigentlich gar nicht. Hat er jetzt auch zugemacht, die Grenze? Kann man gleich darüber diskutieren. Hat er jetzt auch wirklich zugemacht? Das stimmt schon. Und die Kurdenproblematik, die keinen Rückzugsort haben, klar, sehr problematisch, muss man natürlich auch, ne, auch da würde ich jetzt sagen, politisch gesprochen wieder, muss man irgendwie sozusagen dann den NATO-Partner ernst nehmen, auch seine Befürchtungen ernst nehmen, sagen so, Herr Erdogan, ihr klärt jetzt mal die Sache mit der PKK und wir unterstützen euch dann in den Flüchtlingsfragen und so weiter, aber die südliche Grenze wird bitteschön für ISIS-Kämpfer dicht gemacht, denn ISIS-Kämpfer bedrohen NATO-Partner, das ist eine ganz einfache Argumentation, die man da fahren könnte. Ist wohl auch gemacht worden, davon hört man nicht so viel, aber ich finde, weil man nicht so viel davon hört, denke ich mal, dass es nicht so stark gemacht worden ist, wie man das hätte machen können. Herr Lückmann, Sie wollten dazu noch sagen und dann Herr Barbein. Ja, unbedingt. Denn ich mache das schon ein bisschen angestrengt, wenn ich jetzt die Diskussion hier verfolge, dann gehört auch zur Wahrheit dazu, das gehört zum Mitdenken dann für die Situation der Menschen dazu. Wir haben jetzt über sicherheitspolitische Dinge gesprochen, wir haben über strategische Dinge gesprochen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass man sich mal ganz klar angucken soll, wo ISIS herkommt. Man sich mal ganz klar angucken sollte, wie das in Afghanistan angefangen hat. Und diese Doppelmoral dieser Politik, die gehört auch mit auf den Tisch getackt und den Leuten erklärt. Was ich damit meine ist, bei unseren Politikern ganz oben angefangen, muss sich jeder hinterfragen, wer hat die Ursachen mit dafür gelegt, dass wir jetzt auf der Welt diese Flüchtlingsströme haben. Und da reicht es mir nicht aus, wenn von einer Bundesregierung dann die Flüchtlingsströme, wie ich es bereits gesagt habe, eingeteilt und differenziert werden. Das sind Menschen, die vor den Ursachen, die wir mitgelegt haben als Bundesrepublik, flüchten. Die einfach weg müssen aus ihrer Heimat. Und der Punkt aus I ist für mich, was heißt denn das tatsächlich, Frau Professor? Wir müssen als Bundesrepublik Deutschland mehr Verantwortung übernehmen. Noch mehr Waffen als drittgrößter Waffenlieferant in die Welt liefern oder den Damoklesschwert. Wir müssen dort die Demokratie verteidigen oder den Gut, die wir als Gute einschätzen, die Waffen in die Hand geben, legen wir dann schon wieder die nächsten Ursachen und dann machen wir gemeinsam mit den NATO-Partnern das Mittelmeer zu und gucken mal, wie viele Boote noch rüberkommen oder nicht und die Länder, wo die Flüchtlingsströme hauptsächlich weit weg von Europa und von Deutschland landen, sind dann eigentlich die Nester, wo sich auch junge Menschen verlassen, verloren vorkommen. Und das sind meiner Meinung nach mit die größten Rekrutierungsgebiete für die IS oder ISIS, die USA und Teile von Europa erst selber in die Welt gesetzt haben, weil sie gerade mal vor 10 oder 15 Jahren genehm war, nach so einer Strömung, um die Ölfelder zu sichern oder um strategische Ausgangspunkte zu sichern, unterstützt worden sind. Das gehört zur Wahrheit mit auf den Tisch und das soll auch die Bevölkerung wissen und mal drüber nachdenken. Und das findet in unseren Medien eben so nicht statt. Und wenn, dann 23.15 Uhr, wenn der Deutsche, der noch Arbeit hat, zu schlafen hat, wieder regeneriert ist und sich am nächsten Tag wieder ausbeuten zu lassen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Ich komme wieder direkt einmal drauf eingehen, Frau Professor Schieber, und dann kommt auch tatsächlich das Herr Barbein. Also wenn ich sage, Verantwortung übernehmen, dann habe ich natürlich jetzt schon diesen politischen, also diese Phrase benutzt. Und weiß natürlich, dass das, ja. Ich meine es aber schon anders. Also ich war absolut gegen den Golfkrieg. Ja. Ich war wirklich dagegen, dann war ich auch noch viel jünger, da konnte man ja noch ganz andere Sachen machen dagegen und so. Dieser Golfkrieg, also der dritte Golfkrieg war also nicht nur ein riesiger Fehler, aber ja fast ein Verbrechen, ne? Weil er das in die Region jetzt wirklich destabilisiert hat, wie verrückt. Damals haben wir sozusagen in Deutschland eine Regierung gehabt, die auch nicht mitmachen wollte, aus verschiedenen Gründen, aber die nicht mitgemacht, muss man auch sagen, und es war richtig so. Es war richtig. Vielleicht findet ein blindes Huhn dann auch mal einen Korn, aber es war richtig.
Der Witz ist nur, der Westen hat da wirklich einiges angerichtet, jetzt mal gerade nicht die Deutschen, sondern natürlich sehr viel stärker die Amerikaner. Nur, wen lassen wir das jetzt ausbaden? Also sagen wir jetzt wirklich, nein, wir sind immer dagegen, wir kämpfen ganz bestimmt nicht mit, wir liefern auch dahin gar keine Waffen, oh Gott, die kriegen dann die PKK-Leute oder sonst jemand in die Hand. Wir haben die ganze Zeit nichts gemacht, wir machen auch jetzt nichts. Ja, während 9 Millionen Menschen auf der Flucht sind, täglich Hunderte und eigentlich Tausende jetzt schon sterben. Ich finde nicht, dass das verantwortlich ist. Ich finde, dass man die Fehler, die der Westen jetzt gemacht hat, wenn auch gerade mal jetzt in dem Fall nicht so richtig wir, da muss der Westen dann schon auch mal was tun, um auch da wieder ein bisschen was gut zu machen. Und also humanitäre Intervention ist natürlich äußerst problematisch, aber ich selber würde jetzt das natürlich auch anders sehen als Wissenschaftlerin, aber auch als politischer Mensch, der wählt und eine Meinung hat, würde ich sagen, damals war ich absolut dagegen, 2003. Auch davor war ich schon gegen die Golfkriege. Aber jetzt kann ich eigentlich nicht sagen, wir machen nichts, das sollen die da unten selber regeln. Sie können es im Moment nicht, das syrische Volk kann es nicht. Auf diesen vielen verschiedenen Ebenen, die ich da noch gar nicht, ich habe noch gar nicht alle Stellvertreterkriege aufgezählt, ne? Das kann man nicht machen und das meine ich mit Verantwortung. Hier haben wir die Verantwortung, mit Flüchtlingen verantwortlich umzugehen und auch so den Mitbürgern mal zu sagen, was für winzige Zahlen das sind. Der Libanon ist vorhin noch nicht genannt worden, ein Land, in das ich Studierende schicke und der Libanon schickt Studierende zu mir nach Erfurt. Das ist ein Land von 4 Millionen Einwohnern, die haben 1 Million Flüchtlinge. Ja, also wir müssen uns mal vorstellen, dasselbe Prozentsatz, überlegen Sie mal, runtergebrochen auf 80 Millionen Deutsche, was kann hier los werden? Also da hätten wir die NPD in jedem dritten Landtag, ne? Also die Leute in der Region sind wirklich, die sind am Rande sozusagen der Kräfte auch. Und das sind wir jetzt gefordert auf allen möglichen Ebenen. Und da sind wir aber wirklich auch mal gefordert, sozusagen, finde ich jetzt da, also gegen ISIS, wenn man sagt, wir wollen nicht gegen ISIS kämpfen, dann finde ich das gerade nicht so richtig gut. Jetzt möchte Herr Barwey auch etwas dazu sagen. Ich kann mich Frau Schettler eigentlich in dem Punkt anschließen, wenn sie sagt, nichts tun ist auch keine Lösung. Und ich denke, es ist zu einfach zu sagen, wir liefern keine Waffen, weil es Probleme in der Welt gibt. Im Gegenteil, es wurde schon mehrfach angesprochen, auch ausführlich, es wurden in der Vergangenheit, die letzten 10, 20, 30 Jahre in Bezug auf Nahost, viele Fehler gemacht. Es wurde vielleicht sogar sehr viel, vielleicht sogar das meiste falsch gemacht. Der Einmarsch in den Irak 2003 unter falschen Vorwänden, ein Bruch des Völkerrechts, ein Schaden, der dem Völkerrecht und auch der US-Außenpolitik bis heute anlastet. Während der Destabilisierung des Iraks gab es bis heute, es gibt verschiedene Zahlen, 100.000, vielleicht sogar 200.000 Tote. Allein das muss man sich vor Augen halten, durch Selbstmordattentate, durch innerstaatliche Konflikte. Der Irak wurde vollkommen aus den Angeln gehoben und was Frau Schäfer auch schon angesprochen hat, die Dominanz oder der Kampf um die Dominanz zwischen Iran und Saudi-Arabien ist eine direkte Folge dieser Destabilisierung des Iraks. Und letztlich muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, auch das wurde schon angedeutet, die Attentäter des 11. September waren keine Afghanen, das waren Saudi-Arabien. Und es wurde auch schon kritisch angedeutet, warum wir eigentlich Saudi-Arabien unterstützen und gleichzeitig wird Afghanistan bombardiert. Das hat Ursachen und Gründe. Einige davon sind nachvollziehbar, andere vielleicht weniger. Aber Tatsache ist doch, dass es in der geistigen Nähe zwischen ISIS und den Wahhabiten, einer extremistischen Sekte, die ohne den Ölreichtum und die damit verbundene Unterstützung des Westens niemals an der Macht wäre, dass es da eine geistige Nähe gibt. Und was wir jetzt haben, ist, dass Syrien, ein Staat, ein säkularer Staat, der sicher war, der stabil war, vollkommen auseinanderbricht und dass im Prinzip jetzt Extremisten versuchen, das zusammenzuführen, was sie aus ihrer Sicht zusammenfügen müssen, nämlich die östlichen Gebiete Syriens und den Norden des Iraks, vielleicht sogar mehr. Und die Frage, wen man jetzt Waffen liefern sollte, ist schwierig, aber ich denke, es ist zu einfach zu sagen, wir liefern gar keine Waffen. Herr Dannenberg. Ja, ich finde die Diskussion sehr interessant, weil sie natürlich auch die Schwierigkeiten von Politik zeigt. Politik, und das leben wir hier schon in der Lokalpolitik in anderen Themen, ist ja nicht die bequemste Entscheidung zu treffen. Politik bedeutet ja auch, unbequeme Entscheidungen durchzuhalten. Ich glaube, dass wir zwei Ebenen haben, wenn wir also über Bundespolitik, europapolitische Maßnahmen sprechen, das ist etwas anderes als Kommunalpolitik. Und diese zwei Ebenen
spiegeln sich für mich auch dann in den Ländern Syrien, Tunesien sind genannt, aber auch anderen wieder. Wir haben einmal natürlich die Bemühungen des Staates selber, Demokratiebemühungen, Reformbemühungen, Umbruchbemühungen und dann das einzelne Schicksal von Menschen. Und das ist ja das, was Herr Wittmann anspricht, das einzelne Schicksal von Menschen und da sind wir Kommunen dann ja irgendwo vor Ort, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen. Und damit müssen wir umgehen. Und das hat nichts damit zu tun, ob es Umbrüche gibt oder ähnliches. Wir haben die Menschen hier vor Ort und wir müssen die Menschen hier vor Ort integrieren. Das nützt nichts, dort Trennlinien aufzuziehen und Feindbilder zu kreieren. Das ist die Schwierigkeit. Und das hat zunächst mal gar nichts damit zu tun, wo wer herkommt. Ich glaube, das sind eben so zwei Dimensionen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, vielleicht gehe ich einfach nur dazwischen, weil ich könnte jetzt zu jedem Punkt noch was dazu sagen, ein paar Beispiele irgendwie auflisten und ich denke mal, das gehört dazu, dass Politik auch die Bürger aufklärt und auch die Wahrheit ganz sagt und nicht immer nur die Hälfte, wenn nur das passt. Man muss auch im Prinzip da, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich kann jetzt mit Ihnen anfangen und sagen, ja, Sie haben am Anfang gesagt, es gibt einen Konflikt Sunnit und Schiit und ich als Sunnit habe mich nie als bedroht gefühlt von den Schiiten, habe aber natürlich schiitische Freunde aus Syrien, aus Irak, aus Iran. Die Iraker in meinem Freundeskreis erzählen mir, früher unter dem ehemaligen Diktator, das Leben war schön. Wir hatten Christen in der Regierung, wir hatten Schiiten in der Regierung, wir haben alle zusammengelebt. Klar, es gab so ein paar Leute, die müssten einfach nur dran glauben, die waren gegen Saddam, aber dann müssen halt so vielleicht im Jahr ein paar 20, 30 Leute sterben, aber jetzt sterben jeden Tag 20, 30 Leute. Und das verdanken wir den Amerikanern. Das sagen die Iraker. Die sehnen sich jetzt nach Saddam, obwohl er Diktator war. Das ist zu meinen. Und dieser Konflikt Sunni-Schiiten gab es früher nicht. Das hat man versucht, im ersten dann Krieg zwischen Iran und Irak in den 80er Jahren zu entfachten, hat nicht ganz geklappt. Und dann ist es aber jetzt ist es richtig gelungen, ist der, den Amerikanern richtig gelungen, dass jetzt einen wirklichen Konflikt innerhalb der arabischen Welt. Wenn Sie mich fragen, was die Tunesier und die Araber dazu machen, die sagen natürlich, Israel steckt dahinter. Dann müssen sich die Araber und die Moslems sich miteinander beschäftigen, dann lassen sie uns die Israelis in Ruhe und die wollen da nichts von Palästina wissen. Das ist, also ich gebe Ihnen einfach nur, das ist nicht jetzt meine persönliche Meinung, sondern das ist die Meinung in der Welt. Ein anderes Thema, was ich da noch erwähnen könnte, das haben Sie vorhin gesagt, Sie haben es gleich mit den Flüchtlingen, und zwar, ich habe auch Freunde, die aus Libyen kommen, Bekannte, die aus Kommilitonen. Und dann sagen sie, früher, es gab ein Embargo, aber wir haben gut gelebt in Libyen, wir haben alles bekommen. Siemens hat nach Libyen liefern können, mit Billigung der Bundesregierung, obwohl es ein Embargo gab, nur weil der Gaddafi versprochen hat, die Flüchtlingsströme in Libyen darauf zu halten. Das war quasi so ein Abkommen zwischen EU oder zwischen der westlichen Welt und Gaddafi. Und solange das ging, obwohl es ein Embargo gab, liefert Siemens, und da gibt es auch Belege dazu, auch Maschinen nach Libyen. Zum Thema Doppelmoral. Deswegen muss man wirklich diese Fakten auf den Tisch bringen, einen Bürger informieren und sagen, so ist die Lage und lieber Bürger, mach dir Gedanken darüber, warum da die Flüchtlinge jetzt zu uns kommen. Wer steckt dahinter? Ich will jetzt nicht mit dem Finger jetzt auf die westliche Welt zeigen, aber natürlich die Amerikaner haben eine große Rolle gespielt, warum jetzt die Lage so ist in der arabischen Welt. Und da muss man sich dann fragen, was machen wir mit den ganzen Leuten? Ganz kurz zu der Türkei. Türkei spielt natürlich auch eine doppelte Rolle in der Hinsicht. Klar, Kurden auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch die Grenze aufgemacht mit der Begründung, Erdogan sagt, die Grenze hat er aufgemacht für die Flüchtlinge und nicht für die ISIS. Dass da so ein paar ISIS-Kämpfe dabei sind, lässt sich nicht vermeiden. Aber sein Hauptproblem sind die Kurden eigentlich. Und da sehe ich wieder so eine Doppelmoral. PKK ist in Deutschland eine verbotene Partei. Wir liefern jetzt aber Waffen an die Kurden und so weiter und so fort. Ein letztes Beispiel. Damit Sie vielleicht eine Frage vor einer halben Stunde wegen Tunesier, die jetzt in den Heiligen Krieg nach Syrien gehen. Ein Tunesier kriegt von ISIS umgerechnet um die 3000 Euro, wenn er sich da entscheidet, nach Syrien zu gehen und einen Dschihad einzunehmen, 3000 Euro. Dieses Geld, wo kommt das Geld her? Warum hat ISIS so viel Geld? Und dann, bevor ich jetzt Waffen an die Gegner dann liefere, muss ich mir Gedanken darüber machen, wer steckt hinter ISIS, wer finanziert ISIS, die ganzen Saudi-Arabien, Katar finanziert und andere Länder. Vielleicht sollte ich da irgendwie dieser Geldgeber, keine Ahnung, stoppen in irgendeiner Form, bevor ich jetzt irgendwie
Waffen an die Gegner, Lieferer. Und nachher frage ich mich, oh, die Waffen sind jetzt bei der PKK. PKK kämpft gegen unseren NATO-Partner Türkei. Haben wir jetzt einen Konflikt dort? Ich meine, der Waffenlobbyist freut sich natürlich. Aber wollen wir das? Und was sagt die Politik dazu? Frau Schäfer, Sie wollen ganz schnell was sagen, weil jetzt ist die Historikerin gefragt. Also manchmal muss man in die Geschichte gucken. Das muss man wirklich manchmal machen. Machen Politologen immer nicht so gern. Manche doch, nicht alle. Manche machen das schon. Doch, das muss ich sofort anschließen. So, wenn wir in die Geschichte gucken, dann ist es schon so, ne, dass der Sunna-Schia-Konflikt immer mal wieder hochgekocht ist. Es ist wirklich jetzt keiner, den die Amerikaner mit diesem unsäglichen Golfkriegen haben natürlich wirklich viel angerichtet. Dass das jetzt sich so entfalten kann, ist eine Grundlage dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass Israel und die USA sich zusammentun und sagen, nun schwächen wir mal die arabische Welt, da stacheln wir jetzt mal sowas an. Das ist, glaube ich, wirklich Verschwörungsdenken. Und da sind so Leute wie Sie gefragt, ne? Mal wirklich zu gucken, was ist israelische Politik, die kann man nämlich analysieren. Nicht, dass ich sie im Augenblick gut finde, niemand kann den Gaza-Krieg gut finden, aber man kann die analysieren, man kann da hingucken, was sind deren Interessen, was machen die und warum. Und das muss man mal tun, dann ist es immer noch nicht gut, aber dann kommt man weg von solchen Geschichten wie, ne, da setzen sich jetzt mal Netanyahu und Obama, die sich nicht ausstehen können, ja? Die setzen sich jetzt mal zusammen und machen hier so einen Destabilisierungsplan für die arabische Welt. So läuft Politik und internationale Politik nicht. Und dass man aus der arabischen Welt Schwierigkeiten mit dem Staat Israel hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das heißt aber umso mehr, dass man sich damit auseinandersetzen muss, und zwar mal rational damit auseinandersetzen muss, ja, mit der Politik, damit man auch mal eine rationale Linie entwickeln kann, wie man ihr vielleicht begegnen kann. Also das wollte ich nur mal sagen, das sage ich eigentlich immer, wenn die Gelegenheit sich ergibt, weil ich wirklich glaube, dass da in der arabischen Welt die Intellektuellen eine ganz große Verantwortung haben. Und das fände ich schon gut, wenn die wahrgenommen werden würden. Aber kann ich dazu ganz kurz noch was sagen? Ich denke, dass die Entwicklung des arabischen Frühlings genau dem entgegenwirkt, weil es waren ja die säkularen Systeme in Syrien unter Assad, es war unter Mubarak in Ägypten, das waren die Friedensgaranten, auch wenn es ein kalter Frieden war, allein zwischen Syrien und Israel. Für 40 Jahre lang gab es keinen Schuss auf den Golanhöhen und erst seitdem das Regime ins Wanken gerät. Und erst seitdem die säkularen Regime überall wegbrechen, steht genau diese eiskalte Friedenspolitik zwischen den arabischen Nachbarn und Israel auf sehr dünnem Eis. Vielleicht kann ich auch noch dazu was sagen. Und zwar jetzt, ich finde es immer so interessant, wenn sobald man eine Theorie aufstellt, die nicht ins Bild passt, als Verschwörungstheorie gestempelt wird, man muss jetzt auch die ganze Sache auch noch im Kontext betrachten. Klar sitzt der Obama nicht mit Netanyahu zusammen und überlegen sich, wie können wir die arabische Welt jetzt auseinandernehmen. Aber die Probleme liegen sehr tief und es ist für mich persönlich natürlich zu einfach nur Israel für den ganzen Übel da verantwortlich zu machen. Die Probleme sind vielfältig und die Araber müssen auch erstmal mit sich selber beschäftigen und schauen, wo ihre Probleme sind, warum gibt es diese verschiedenen Ströme im Inneren der arabischen Welt, warum ist das in Ägypten so geendet, wo ist dann die Revolution in Ägypten, was ist das Ergebnis, das ist ein Diktator, der schlimmer ist als Mubarak. Die Ägypter, die sehen sich wieder zurück und sagen, Mubarak kommt zurück, der Sisi ist viel schlimmer, was jetzt mit den Muslimbrüdern macht, das ist unvorstellbar. Das sind so Sachen, wo man sich da Gedanken macht, also das ist irgendwie wirklich so, Katar arbeitet zusammen jetzt hier mit Israel zusammen in verschiedenen Bereichen. Auf der anderen Seite finanziert Katar die Parteien nach die Parteien an der Tunesien an die Macht kommt. Warum machen sie das? Was ist die Agenda? Hidden Agenda gibt es auf jeden Fall. Also, dass sie da als Verschwörungstheorie vielleicht bezeichnen, es gibt eine Agenda im Hintergrund und die wird verfolgt und die wird dann umgesetzt. Klar, man kann sich auch das alles so einfach machen und sagen, ja, die Lobbyisten stecken dahinter, Mächte stecken dahinter, die irgendwelche Ziele haben. Ich persönlich, wenn ich da, also so ein Polizist wird erstmal schauen, wenn da so ein Mord passiert, wer profitiert davon. Wenn ich das alles anschaue, was da in der arabischen Welt oder in der ganzen Welt passiert, dann sage ich, der Waffenlobbyist profitiert am meisten von den ganzen Umständen, was da in der ganzen Welt passiert. Dann heißt es, das ist im Prinzip für mich da ein Fetischjäger. Wenn jetzt gerade keiner aus der Runde darauf reagieren möchte, würde ich auch dem Publikum die Möglichkeit geben. Ich kann mir vorstellen, dass es Fragen oder vielleicht auch Kommentare gibt. Die können Sie jetzt gerne auch mal an die Runde, an dieses Podium loswerden. Ja, wenn ich da mal einhaken darf.
Ich habe begonnen zu lesen Peter Schollaturs letztes Buch. Er ist vor 4 Wochen gestorben. Ich kann jedem, der hier am Tisch sitzt und ringsherum, empfehlen, dieses Buch mal nachzulesen. Für mich war das der Mann, der als, sag ich mal so sagen, faktisch einziger Realist des Westens über diese Dinge berichtet hat. Und doch im letzten Jahr, da war er schon über 90, hat er ja an mehreren Fernsehdiskussionen teilgenommen. Und ich habe immer wieder gestaunt, wie verrückt da zum Beispiel die Frau Roth und die Grün, da sind die Tränen geflossen, über den bösen Assad oder so. Und da hat er gesagt, seien Sie doch mal ganz realistisch, sagte er zu ihr. Und das, was er jetzt gesagt hat, ja, unter Assad haben die Leute ja gut gelebt. Lass mal wirklich stehen, so ist das ja gewesen. Ich kenne auch Leute, die in Syrien gelebt haben, die das mal bestätigt haben. Aber unterm Strich ist die ganze Diskussion einem furchtbaren Irrtum unterliegen. Der Irrtum ist der, dass wir im Westen glauben, die müssen nach unserer Fasson alles selig werden. Und wenn wir nicht endlich damit aufhören, dann wird es keinen Frieden geben auf der Welt. Das sind nun mal andere Kulturen, die anders entstanden sind. Warum müssen die nach unserer angeblich richtigen demokratischen Pfeife tanzen? Nur noch ein Beispiel dazu, dann lasse ich das. 1993, die Wende war gerade passiert, ein ZDF-Reporter im Donaudelta fragt einen Bauern, jetzt geht es Ihnen ja gut, der Herr Ceausescu ist weg und da haben Sie ja Demokratie. Ja, ja, hat das Bauerlein gesagt. Das ist eine schöne Sache. Das ist doch aber wohl nur was für Leute, die Geld haben. So ganz Unrecht habe ich nicht gehabt. Denn die Hauptprobleme, die wir ja haben in der dritten Welt, die sind vorhin auch genannt worden, das sind eben die vielen Arbeitslosen, die völlig verrückten sozialen Unterschiede, die jungen türkischen und andere Migranten aus den muslimischen Staaten, die in Deutschland, noch schlimmer in Frankreich, in England leben, die einfach abgehängt werden von der normalen Entwicklung der Gesellschaft. Das ist doch das Potenzial. Also wir haben im Westen an sich genug zu tun, die zu integrieren, so vernünftig zu integrieren, dass sie sich als Menschen, als Leute bestätigt fühlen, die ihre Familie aufbauen können, die also nicht solche Sorgen haben wie viele, die in den Banlieues leben, in England, in den großen Städten, das Gleiche. Und dann, wenn wir wirklich, das was ich vorhin sagte, endlich mal aufhören, uns dort einzumischen, dann würde das auch wieder funktionieren. Natürlich gebe ich der Islamwissenschaftler recht, im Moment ist es natürlich schwierig, die Geschichte. Also hier würde ich auch nur sagen, ja, aber dann aber auch sofort wieder die Kräfte im Grunde genommen stabilisieren, die dafür sorgen, und die gibt es genug, die sagen, wir wollen unseren Staat, und von mir aus ist da wieder einer dabei, der in den nächsten 20 Jahren wieder sagt, wo es lang geht. Die wollen das, die meisten Menschen, wenn es so ein paar junge Leute gibt, die sagen, hey, naja, ich möchte es ein bisschen mit westlicher Demokratie, haben hier ein bisschen geschnuppert, aber die Vielzahl der Menschen will das nicht. Da gibt es eine Antwort darauf. Es sind im Prinzip so drei Punkte, ich hoffe, ich kann mich an alle Punkte erinnern. Zum einen, Peter Schollatur schätze ich auch als eine der wenigen westlichen Persönlichkeiten, der wirklich die Problematik und die Situation verstanden und auch wieder gegeben hat. Ich finde es schade. Ulrich Kinzler ist auch einer, der ziemlich gut ist in der Thematik, der ist ziemlich bewandt. Was ich mir so wünsche, das ist Eingangsfrage Tunesien, das ging auch um Tunesien. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, ich wünsche der arabischen Welt, dass das Beispiel Tunesien, dass es erfolgreich wird. Weil nur so können wir zeigen, Demokratie nach arabischen, nach islamischen Maßstäben kann auch funktionieren. Es ist eine ganz andere Demokratie, wie wir die hier sehen. Und ich sehe die Rolle von Deutschland in Tunesien, die ist bis jetzt vorbildlich. Deutschland unterstützt Tunesien in verschiedenen Bereichen, mischt sich nicht ein, sondern unterstützt auch wirtschaftlich und humanitär in vielen Bereichen. Das funktioniert sehr gut. Und es macht man sich da wie Frankreich mischt sich da politisch in Tunesien, deswegen ist Frankreich jetzt nicht sehr beliebt bei den Tunesiern, kann man auch so sagen. Auf jeden Fall, da hoffe ich sehr, und das brauchen wir, und das Beispiel Tunesien muss gelingen, sonst hat die arabische Welt, wenn es Tunesien nicht klappt, dann können wir Ägypten, Syrien und alle anderen vergessen. Weil wenn es dann gelingt, dann ist es in Tunesien. Tunesien hat eine hohe Bildungsrate, die Tunesien gebildet, die sind von Grund aus sind die friedlich und offen,
Tunesien sind homogen, da gibt es auch keine verschiedenen Gruppierungen, Sunniten, Schiiten, 98% der Tunesien sind Sunniten. Deswegen, das sind die besten Voraussetzungen, sind in Tunesien, ist ein kleines Land, keine Bodenschätzer, bla bla. Wenn es nicht klappt, Tunesien, dann sieht es wirklich schwarz aus für die ganze Welt, für die ganze arabisch-islamische Welt. Der letzte Punkt war im Prinzip mit den jungen Leuten, mit den jungen Migranten oder mit Migrationsvordergrund, weil es ist, also dieses Wort Migrationshintergrund, es geht um Migrationsvordergrund. Das sind eigentlich meistens Leute, die ich zu tun habe. Das sind Deutsche in der zweiten, dritten Generation, die Probleme haben, sich hier mit diesem Land, mit Deutschland zu identifizieren. Und ich bin 38, habe die ersten 18 Jahre meines Lebens in Tunesien verbracht, jetzt 20 Jahre in Deutschland, aber ich fühle mich dann primär als Deutscher und danach als Tunesier. Ich kann mich mit Deutschland mehr identifizieren als Jugendliche mit tunesischen Wurzeln, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und da frage ich mich, was ist da los, warum? Und dann suche ich das Gespräch auch mit diesen Leuten. Und dann kommen wir auf diese Thematik, warum gehen sie da nach Syrien und schießen sich da an und finden jemanden wie Pierre Vogel so toll und so weiter. Das ist Perspektivlosigkeit und das ist Ablehnung der Gesellschaft. Das ist die Perspektivlosigkeit, schmeißt die Leute entweder zu den Islamisten oder zu den Rechtsradikalen. Und da muss Politik auf kommunaler Ebene auch agieren und Politik hat auch Mittel auf kommunaler Ebene, diese Leute in Perspektiven zu bieten oder den Jungen mit Migrationsvordergrund einfach nur eine Willkommenskultur zu geben. Wenn man immer wieder da in den Medien sieht und hört, ihr seid anders oder wir wissen nicht mehr, was wollt ihr, warum isst ihr kein Schweinefleisch? Wir sollten einfach einen Schritt weiter sein, alles hier Schweinefleisch essen oder warum betet ihr fünfmal am Tag und diese ganzen Sachen. Das sind Deutsche, die gehören zu dieser Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Ich würde sagen, meine Oma hat gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und deswegen muss sich die Welt entwickelt sich weiter. Wir sind in einer globalen Welt. Wir akzeptieren die Globalisierung aus wirtschaftlicher Sicht, damit wir einfach nur dort exportieren können und so weiter nach China, obwohl es ist auch da ein super Beispiel, wir können auch stundenlang über China diskutieren, aber nicht heute. Das machen wir, aber in unserer Gesellschaft, wir akzeptieren dieses Multikulturelle immer noch nicht und das ist im Prinzip eine Sache an den Köpfen. Und da denke ich, die Medien sollten eine Rolle da spielen, die Politik sollte eine Rolle spielen. Mein Eindruck, die Medien sind immer mehr Unternehmen, die an Profit denken, und die haben da diesen Auftrag, informieren, aufklären und so weiter, komplett vergessen. Es ist nicht nur die Bildzeitung, auch die Zeit, auch viele andere Spiegel. Und da denke ich, da Medien, Politik haben einen Auftrag, Schule, Bildung spielt auch eine große Rolle in diesem Kontext. Wir müssen aufklären, wir müssen diesen Leuten Perspektiven geben und wir müssen in diesem Land eine Willkommenskultur schaffen. Das heißt, ja, ich wollte noch ganz kurz antworten. Ich habe so ein bisschen aus Ihren Worten auch den Jargon, ne, vom Peter Schuller-Tour ein bisschen rausgehört, wieder, weil Sie den auch gerne lesen. Das war wirklich ein sehr weit gereister Mann, der hat viel verstanden. Aber er hat einfließen lassen in diese Art der Darstellung. Und ich glaube eigentlich, dass er selber das gar nicht so geglaubt hat. Er hat es so dargestellt, weil er auch verkauft werden wollte und ist millionenfach verkauft worden. Er stellt das immer so ein bisschen dar, der Kurde ist halt so. Ne? Der Kurde, der hat halt jetzt schon jahrhundertelang, hat der halt unter seinem Pirr oder wen immer er da jetzt irgendwie als Chef hat, gelebt und der findet das eigentlich ganz okay so. Da weiß ich einfach, dass das nicht so ist. Da weiß ich einfach, dass da Generationen nachgewachsen sind, die das lange nicht mehr so sehen. Es gibt wirklich, ich habe vorhin selber das eingeführt, dass ich gesagt habe, die Mittelschichten in Syrien, gerade so die Händler, die waren auf Seiten von Bashar al-Assad, dem Präsidenten, weil er sie auch gekauft hat. Es haben sich in Syrien aber nicht alle kaufen lassen. Und man kann ein Volk auf Dauer nicht kaufen. Das ist keine politische Grundlage in der heutigen Welt. Und die Menschen in der arabischen Welt haben genauso verdient, mitreden zu dürfen, was mit ihnen geschieht und wie sie regiert werden, wie alle anderen auf der Welt auch. Und da wehre ich mich schon ein bisschen dagegen, dass man sagt, naja, die sind halt jetzt so geprägt. Das stimmt natürlich, kulturell, historisch gibt es da eine lange Linie von autoritären Regimen. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt na, der Syrer an sich und der Kurde, wie er das immer so schön ausgedrückt hat, dass das so bleiben muss. Und die Leute wollen es auch nicht, sonst hätten wir ja den arabischen Frühling nicht gehabt. Dass das jetzt so blutig geworden ist, das ist furchtbar. Aber da muss ich jetzt als Historikerin auch wieder sagen, Revolutionen haben das an sich, dass sie erstmal ihre Kinder fressen.
Die Revolution frisst ihre Kinder. Das ist immer so gewesen. Schauen Sie sich die französische Revolution an. 1-2 Generationen danach haben auch gesagt, es war aber schon besser damals. Wenigstens war Ruhe und Ordnung und wir hatten was zu essen. Und trotzdem ist aus diesen Wirren und Unruhen und auch aus den Strömen von Blut, ne, das muss man auch sagen, in diesen Revolutionen ist was geworden, was ja immerhin dann doch tragfähig ist und was halt im Westen dann auch demokratische Systeme ergeben hat. Von daher, wenn man das jetzt in einer, also historischen, längeren Sicht betrachtet, ich finde es sehr bedauerlich, aber und die Auswirkungen sind zum Teil auch wirklich natürlich ganz schlimm im Moment, aber es ist nicht so verwunderlich vom Historischen betrachtet jetzt. Es ist nicht so, wir konnten nicht erwarten. Ich werde immer gefragt, also öfter gefragt, das ist doch so ähnlich wie hier sozusagen die Bewegung, die die DDR zum Einsturz gebracht hat, oder? Dieser arabische Frühling. Und ich sehe da gewaltige Unterschiede. Ne? Wenn wir das vergleichen wollen, dann ist jetzt das, was in der arabischen Welt passiert ist und die Reaktionen darauf, doch viel mehr zu vergleichen mit dem Prager Frühling, der übrigens auch angefangen hat, wie bei Ihnen, mit einem jungen Mann, der sich aus Empörung und Entrüstung selber verbrannt hat. Und er ist niedergewalzt worden, erstmal. Und trotzdem ist der Freiheitswille oder wie immer man das nennen will, nicht ausgerottet worden. Und das ist eigentlich eher das, womit die Leute in der arabischen Welt zu kämpfen haben. Die haben mit Regimen zu kämpfen, die sie erstmal niederwalzen und platt machen. Und in der DDR war das nicht so. In der DDR war das einfach nicht so. Und deswegen ist dieser, da steckt so die Hoffnung dahinter, wenn wir das gekonnt haben, warum können die das denn nicht? Die Antwort ist einfach, dass die Regime ganz anders sind und sehr viel brutaler sind und einfach nicht bereit sind, auch nur einen Meter zu geben, ne, was wir jetzt in Ägypten sehen können. Also von daher haben diese arabischen Bewegungen und dieser arabische Frühling es wirklich schwer gehabt. Sie haben es noch schwer. Tunesien ist wirklich das Beispiel, wo ich auch alle Hoffnung drauf setze. Und wir müssen einfach hoffen, dass aus diesen Wirren doch nochmal was Positives kommt. Es ist in der Geschichte öfter so gewesen, dass Umstürze erst einmal unglaubliches Chaos und unglaubliche Gewalt hervorgebracht haben. Aber wir dürfen jetzt nicht sagen, vorher war es besser. Denn unter den Diktatoren ist es einfach nicht besser. Niemals. War es nicht und wird es auch nicht sein. Und sie werden sich auch nicht halten, das hat die Geschichte auch gezeigt. Wir sehen und Sie sehen, es gibt sehr viel Redebedarf, sehr viel Diskussionsbedarf und ich freue mich sehr, dass das heute Abend schon so gut funktioniert hat und wir Diskussionen anstoßen konnten. Ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir diese Diskussion, diese Gespräche und diese Begegnungen auch zukünftig führen werden. Wir können es nur leider nicht mehr heute Abend hier tun, denn unsere Zeit ist um. Aber ich hoffe, dass Sie ja, den Geist der Diskussion weitertragen, dass Sie auch einen Nutzen davon tragen konnten und dass es Ihnen bei uns gefallen hat. Dankeschön. Eine Frage wollte ich schon noch zulassen, weil die Frau Dietrich sich schon gemeldet hat. Also ich möchte mich eigentlich nur bedanken als Migrationsbeauftragte bei Frau Rosa Belkala, dass sie so ein interessantes und tolles Podium geschaffen hat. Also heute ist Tag des Flüchtlings und das ist für mich das Entscheidende. Tag des Flüchtlings, die interkulturelle Woche wurde ursprünglich um diesen Tag herumgebaut. Und was ich heute in Gera erlebt habe am Tag des Flüchtlings, ist wirklich sehr beeindruckend. Ich habe heute einen Imam erlebt, der für Frieden gepredigt hat. Ich habe eine syrische Frau dabei betend gesehen mit Tränen in den Augen. Ich habe heute afghanische Jugendliche gesehen, die über ihr Land berichtet haben, über das Essen. Das sind Menschen wie wir. Und es ist einfach ganz beeindruckend. Heute Morgen Flüchtlingsfrauen, die gekocht haben. Und es ist einfach, heute ist Tag des Flüchtlings und das ist ein ganz toller Abschluss. Also das ist für mich einfach auch nochmal dieser intellektuelle Input, was es eigentlich bedeutet für die Menschen in Tunesien oder in Syrien. Deswegen vielen Dank, dass Sie das organisiert haben. Gerne. Und ich lade jeden ein, morgen ab 11 Uhr im Shalom können wir weiter diskutieren. Ja. Das war gut zum Essen. Das ist jetzt mir auch so.